Schön. Ja, dann herzlich willkommen zu meiner, ich glaube, allerersten Keynote-artigen Gedingsbums-Zeug auf einer Typo-3-Konferenz. Ich muss sehr ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, aber wir kriegen das zusammen schon. Ich bin heute Morgen aus Köln hier angereist. Da bin ich nämlich auch geboren, bin quasi ein Vollblut-Kölsch-Jung. Mit einer großen Ausnahme, eigentlich zwei. Ich mag weder den FC noch Karneval. Das macht mich quasi schon wieder zum Ex-Kölner, aber da blicken wir jetzt mal großzügig drüber hinweg. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, nämlich meine CMS-Geschichte. Und, meine CMS-Geschichte beginnt da oben im Kölner Norden, in Bilderstöckchen, in meinem Kinderzimmer, an meinem heimischen Schreibtisch. Da habe ich nämlich einen PC stehen. Den wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte viel über eine Playstation. Aber mein Vater sagte, das sei doof. Jung, hier hast einen PC, mach mal damit. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, das war vielleicht gar nicht so doof. Das war ungefähr 2002, als ich dachte, hey, da kann man sich mal mit beschäftigen, das bin tatsächlich ich. Zu dem Zeitpunkt habe ich leidenschaftlich gern Warcraft 3 gespielt. Und weil ich dachte, hey, Karten, die mit drin sind, sind doof, machst ein paar eigene. Habe ich mir eigene Karten gebastelt für Warcraft 3 und dachte dann wiederum, hey, die könntest du mal teilen. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Ding zu beschäftigen, mit dem Internet und so. Ich glaube, das waren noch die Boris Becker-Zeiten bei AOL. Und dementsprechend sah dann auch die Website aus, die damals dabei rumgekommen ist. Man merke schon, damals war das nicht für den Opera-Browser geeignet, aber anderes Thema. Damals noch richtig schön mit Frameset und Grottencode. Ich habe die heute noch. Ich habe die nämlich für diesen Vortrag nochmal gescreenshottet. Der helle Wahnsinn. Und da habe ich irgendwie ein bisschen Blut geleckt. Ich dachte so, hey, das ist schön. Da brauchst du keine so tieferen Kenntnisse in Programmierung und so, aber es kommt trotzdem irgendwas Greifbares rum. Und für alle anderen ist es Voodoo. Jeder hält dich sofort für einen Magier. Und der zweite Schritt, das zweite Thema, das mich in diese CMS-Welt gebracht hat, ist tatsächlich der Fußball. Der interessiert mich persönlich absolut überhaupt gar nicht. Aber dafür hat man jüngere Geschwister. Das da oben in der Mitte, das ist nämlich mein kleiner Bruder, damals auch 2002, der spielt Amateurfußball. Damals noch richtig schön bei den Kleinen. 11 Kinder laufen einem Ball hinterher, immer so als Knäuel. Inzwischen sieht das auch schon ein bisschen anders aus. Sein Trainer hatte damals irgendwie spitz bekommen, dass ich auch so Homepages und so baue. Und der hatte mich gefragt, hey David, machst du unsere Mannschaftsseite? Und weil ich schon damals faul war, hatte ich überhaupt keine Lust, die ganzen Spielberichte für ihn immer einzutragen. Deshalb habe ich mir so ein kleines Büchlein gekauft und gedacht, hey, du baust irgendwas, womit der Trainer das selber einpflegen kann. Das ist leider nicht mehr lauffähig, aber ich habe tatsächlich auch davon noch den Code. Ich habe da nochmal reingeguckt und ungefähr 1000 What the Fucks per Minute rausgelassen, als ich da durchgeblättert habe. Das war damals Davids Kadermanager. War super geil, konnte Spielberichte pflegen, konnte Mannschaftsmitglieder pflegen. Es gab eine Galerie, es gab einen Login-Bereich und Sessions und so. Höhere Magie quasi seiner Zeit. Und als ich das fertig hatte, habe ich leider erst dann mal geschaut, ob sowas mich vielleicht schon fertig gibt. Und die Antwort war erstaunlicherweise, jawohl. Mambo. Wir sind ungefähr 2005 jetzt. Mambo war ein komisches Ding, als ich das erste Mal auf den Server gekriegt habe. Die haben mit Begriffen um sich gefeuert. Artikel, Menü und Module. Und ich weiß, ich habe buchstäblich eine Woche gebraucht, bis ich so die Most Basic Seite in Mambo nachgebaut hatte, die ich vorher in einer Viertelstunde in HTML runtergeschrieben habe. Aber es hat irgendwie funktioniert und ich dachte, wenn du das mal ein paar Mal machst, dann kriegst du damit bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit, also bleibst du mal dabei. Hab mich da reingefriemelt und bin dann drüber gestolpert, dass Mambo plötzlich anders hieß oder auch nicht. Es war auch egal, ich habe es damals noch nicht verstanden, heute weiß ich, es gab einen Fork. Also jemand hat sich vom Ursprungssystem Mambo abgespalten. Und dieses Ding hieß Joomla. Und dann dachte ich, boah, geil, Abspaltung, alles neu, alles toll. Ergebnis war, nee, ist eigentlich das gleiche, nur ein anderes Logo drauf. War zumindest seinerzeit noch so.
Und Joomla ist das System, das mich dann im Prinzip seit inzwischen 2005, also 10 Jahre jetzt, begleitet hat. Für diejenigen, die Joomla nicht kennen, ihr seid ja hier, um ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, es gibt so eine Handvoll Konzepte, die für euch Typo 3 da so aberwitzig dämlich aussehen muss, dass ich sie einfach mal erklären will. Zum Ersten festhalten, es gibt bei Joomla keinen Seitenbaum. So was haben wir einfach nicht. Stattdessen gibt es bei Joomla eine Trennung von Menüeinträgen, das ist das, was eurem Seitenbaum am nächsten kommt, und den Inhalten. Und es gibt erstmal null Zusammenhang dazwischen. Soll heißen, wenn ich einen neuen Inhalt schreibe und gebe dem den Namen Impressum, dann taucht er auf der Seite nirgendwo auf. Ich muss explizit noch einen Menüeintrag anlegen, wo ich sage, lieber Menüeintrag, zeige diesen einzelnen Artikel Impressum an dieser Stelle. Und ich könnte dem Menüeintrag einen ganz anderen Namen geben, kann auch Bratwurstfabrik draufschreiben, der zeigt trotzdem das Impressum. So richtig per Hand verknüpft und Select. War damals ein bisschen komisch, ist auch heute noch das, wo meine Normalkunden sagen, wieso? Hat aber wiederum ein paar Vorteile. Man hat dann halt eine große Beitragsliste und die kann man schön filtern und man muss sich nicht durch Bäume klicken oder sowas. Das hat auch seinen Charme. Und das andere Konzept, was für euch total komisch klingen muss, ist, dass Joomla so eine fertige Seite, die man dann im Frontend sieht, aus verschiedensten Bestandteilen zusammenmagickt. Bei Joomla bearbeiten wir normalerweise nie die gesamte Seite, die man da vorne sieht, sondern so eine Seite besteht aus Modulen. Das sind so kleine Kästchen, die irgendwo neben dran stehen. Im WordPress-Jargon sind es die Widgets. Ich glaube, bei Drupal heißen die auch Widgets. Auf jeden Fall irgendwas mit Zusatzfunktionalität, was man sich beliebig dazu ziehen kann. Und in dem Hauptbereich der Seite, da steht etwas drin. In dem Hauptbereich der Seite steht etwas drin, das nennt sich Komponente. Da fällt quasi der Hauptinput aus. Es gibt eine Komponente, aber beliebig viele Module. Und weil das noch nicht kompliziert genug ist, haben wir dann noch eine Erweiterungsart, die sie da irgendwie mitmischt. Und das sind die Plugins. Plugins sind irgendwelche kleinen Hintergrundhelfer, die normalerweise nicht sichtbar sind, aber manchmal sichtbar sein können. Hat seine Vor- und Nachteile. Ich habe dann angefangen damit zu spielen und dachte, hey, schön, da kann man sich ein paar Euro für den Kiosk in der Schule so mit nebenbei dazu verdienen. Und dann dauerte es ein paar Jahre und dann sah Joomla irgendwie anders aus. Was war im Hintergrund passiert? Die Entwickler hinter Joomla haben nach dem Fork diesen alten Mambo-Bestandscode, den sie hatten und wo sie das Joomla-Logo oben drauf gepackt haben, mal schön zusammengeknüllt und unter gleichmäßigen Rühren in den Abfluss gegossen. Da gab es 2 Gründe für seinerzeit. Der erste Grund war schlicht und einfach, der Mambo-Code war scheiße. Und der zweite Grund, der, ich glaube, fast mindestens genauso wichtig war, das war einfach eine politische Entscheidung. Hätte man den alten Mambo-Code übernommen und darauf aufgebaut, hätte den Header der Dateien auch überall Copyright, Mambo Foundation und sowas drin stehen müssen. Es ist halt GPL, das ist halt so. Und das wollte man irgendwie nicht. Man hatte sich gerade mit Ach und Krach, mit Wut und Blut quasi voneinander getrennt und dann bei jeder Datei mal lesen zu müssen, dass man sich geforkt hat, fand die irgendwie gut. Also, das komplette Ding weg, einmal from scratch neu geschrieben. Das ist ungefähr von der Zeitstunde her so 2008 gewesen. Heißt im Umkehrschluss, wenn man sich, was weiß ich, noch ein WordPress dazu nimmt und ein Drupal in der aktuellen Version, hat Joomla von den dreien tatsächlich die jüngste Codebase. Weiß kaum einer, weil man immer denkt, Joomla uralt und noch von Mambo, aber ist tatsächlich so, weil da keine Stadt von anderen ist. Und als ich mich da so durchgelesen habe, dachte ich so, ach guck mal, du kannst ja ein bisschen PHP, das mit diesem Framework, das klingt ganz interessant, aus meiner Erweiterungsspitze rum. Und habe bei der Gelegenheit tatsächlich auch herausgefunden, guck mal, Joomla 1.5 hat sowas, das hieß MVC. Es gab sowas mit Datenbanken und ein bisschen abstrakter. Und heute weiß ich, Joomla hatte schon zu der Zeit eigentlich ein ganz gescheites Framework. Das ist nicht Symfony, das ist nicht total State of the Art, aber eigentlich ganz brauchbar. Und es hat sich zur heutigen Entwicklung, zu Joomla 3.x, wo wir aktuell sind, eigentlich in der Form fortentwickelt. Joomla kann verhältnismäßig moderne Pattern. Es gibt Dependency Injection in Joomla. Wer wusste das?
Ja, genau, keine Sau. Ist echt. Hast du auch gezeigt? Nee, hast du gekratzt dann so. Joomla ist mehrsprachig geworden. Joomla hat ein responsives Backend, ich glaube von den größeren Systemen als eines der ersten. Ich habe einen sehr witzigen Moment auf der T3-Con 2013 oder sowas. Da war der Brian Thiemann von Joomla mit da, der hat eine Podiumsdiskussion zum Schluss. Und da ging es, ich weiß nicht, wer von euch da war, ich glaube der Kaspar und Robert Lemke oder sowas. Und die beiden haben sich darüber unterhalten, ob es jemals ein responsives Backend geben könnte. Und Kaspar und Robert so, oh, das ist echt schwierig. Und Brian einfach nur so, wir haben das jetzt. Wir haben das jetzt auch gemacht. Waren ein paar ganz, ganz nette Momente mal. Und je tiefer ich mich in Joomla als Software eingearbeitet habe, desto tiefer bin ich auch in die Community reingerutscht. Hab ganz normal im deutschen Forum angefangen, hab irgendwann mal am Joomla Day teilgenommen, musste mir damals auch eine Entschuldigung von der Schule schreiben lassen, aber hat ja trotzdem geklappt. Bin inzwischen in der deutschsprachigen Community in Joomla Day in der Organisation selber involviert und jetzt seit anderthalb Jahren im internationalen Joomla Leadership in einem der drei Teams, das wir haben. Man kann also guten Gewissens sagen, an Joomla hängt tatsächlich mein Herz. Aktuell gehen da so anderthalb bis zwei Tage pro Woche, bei mir zumindest, drauf für irgendwelchen ehrenamtlichen Schwachflug rund um Joomla. Ich habe tatsächlich Freunde um die ganze Welt damit gewonnen und ich stehe da nach wie vor hinter. Das treibt mich in den Wahnsinn. Es gibt so eine Stelle, da will ich Joomla übernehmen und rechts und links ohrfeigen. Und das ist dann, wenn ich in einem Joomla-Projekt standardmäßig in den Quelltext gehe und mir diese Soße anschaue. Das hat mich am Anfang noch nicht gestört, passt inzwischen aber einfach nicht mehr zu dem Workflow, den ich bei kleineren Projekten habe, nämlich ich zimmer das mal kurz per Hand in HTML zusammen. Das geht ja heute relativ fix, gibt es ein bisschen Less, ein bisschen Sass drauf und dann puff, hast du statisch HTML-Konstrukt und dann musst du es irgendwie ins CMS, damit Oma Erna es auch selber pflegen kann. Und für diese Art Projekt war Joomla einfach nicht toll. Ich musste an Joomla viel zu viel verbiegen, damit der Code rauskam, den ich wollte. Und da war bei Joomla auch noch sonst, das war mir dieses Konzept mit Menü und Beiträgen, das ist bei größeren Seiten ganz angenehm, aber bei kleinen Seiten überfordert das die Kunden. Und ich habe angefangen, mich zu fragen, weil bei aller Liebe zu Joomla, die ich da so habe, ob es da nicht auch noch was anderes gibt, was für diese kleinen Projekte für mich besser passt. Und bin über ModX gestolpert. ModX ist ein System, das mir witzigerweise ein Kollege aus der Joomla User Group Köln gezeigt hat. Genau das gleiche Problem natürlich. Und was mich an ModX sofort fasziniert hat, war, ich habe das installiert, ich habe das Frontend aufgemacht, in den Quellcode geguckt und das hier gesehen. Nichts. Das Ding pustet standardmäßig einfach nichts raus. Und ich kann hingehen, und das war für mich als Joomla-Nutzer was ganz Neues, ich kann selber bestimmen, wie das da rausfällt. Ich muss mich nicht um MooTools und jQuery kümmern, die irgendwie in Joomla in manchen Core-Bereichen rumschwimmen. Wenn ich das nicht brauche, dann bin ich es halt nicht ein, weil MooTools hat da nichts. Und ModX hatte auch irgendwie ein ganz anderes Konzept. Da gab es dann nämlich plötzlich diesen Seitenbaum. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, für kleine Projekte, für etwas simpler gestrickte Kunden, ist es intuitiver. Wenn der Menüpunkt so heißt, dann heißt auch das Ding in dem Seitenbaum da. Und das ist auch an der gleichen Stelle, wo man es erwarten würde. Es gibt keine Abstraktionsleistung, die ich erbringen muss. Und das Ding kam nebenbei noch so Multisite und Multilanguage. Wo ich auch mal dachte, oh, cool. Dann habe ich weitergeschaut und festgestellt, ModX kann noch was, was mich immer an Joomla bei so kleinen Projekten gestört hat. Kleines Projekt heißt, das pflegt nicht die Marketingabteilung der Firma, weil es die nicht gibt, sondern das pflegt die Sekretärin vom Chef. Die Sekretärin vom Chef geht hin, bastelt sich irgendwas in Word vor und copy-pastet das in den Rich-Text-Editor von Joomla und dann macht's puff. Und das sieht unter Garantie nicht so aus, wie der Designer sich das in mühevoller Kleinarbeit pixelgenau in seiner PSD-Datei zusammengeschoben hat. Und bis man dann der Sekretärin erklärt hat, welche CSS-Befehle sie auf dieses Bild anwenden muss, das dauert. Und in ModX konnte ich einfach hingehen und zusätzlich zu diesem einen großen Rich-Text-Feld, was es in Joomla gibt, noch ganz viele andere Felder hinzufügen. Zum Beispiel ein separates Pflegefeld fürs Bild, wo er sich das aus dem Media Manager zieht.
Und das konnte ich dann im Template beliebig platzieren. Und wenn ich noch 1000 andere Bilder gehabt hätte, hätte ich die auch als einzelne Felder hinzufügen können. Ich hatte plötzlich mehrere Felder. Das ist ein Konzept, das gibt es in Joomla einfach nicht. Joomla hat standardmäßig ein Feld. Da habe ich Oma Erna vom Friseur nebenan dran gelassen, die kam ganz gut klar. Da habe ich noch angefangen, der Knöpfe wegzunehmen, weil Mod X, habe ich dann herausgefunden, kann sowas wie ACL, man kann Custom Dashboards anlegen. Und so wurde das einigermaßen Oma Erna sicher. Und für mich waren da noch so ein paar Gimmicks drin. Ich hatte eine ganz simple Templating-Sprache. Mod X kennt einfach so komische Platzhalter. Da gibt es, ich glaube, zwei verschiedene von. Der eine Platzhalter gibt den Inhalt eines Feldes aus, der andere Platzhalter ruft ein Plugin auf. Und beide Sachen kann ich noch durch irgendwelche Input- und Output-Filter schieben, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Schnipsel, den der Kunde eingegeben hat, immer in Uppercase haben will, dann schiebe ich den durch den Uppercase-Output-Filter. Und dann wird das losgeschoben. Ansonsten gibt es da keine Magie hinter. Ich muss mich nicht durch irgendwelche Multicolumn-Frameworks wühlen, weil das System das standardmäßig so macht, sondern ich bestimme einfach selber, wo das passiert. Es gibt keine JavaScript-Dependencies, keine CSS-Dependencies, weil das schmeißt halt nichts raus. Es gibt ein gescheites Framework unten drunter, es kann Webservices, es hat ein ORM. Und es sind alles Sachen, die dazu geführt haben, dass ich so kleinere Marketingseiten in der Regel in weniger als 2 Stunden im CMS implementiert habe. Von jetzt fange ich an zu installieren bis jetzt ist fertig. Die Lehre, die ich so für mich hauptsächlich daraus gezogen habe, und das hat lange gedauert, das zu verstehen, beide Systeme sind toll. Ich darf Mod X mögen für die kleinen Projekte und dass ich das so schnell fertig kriege und dass Oma Erna es dann nicht kaputt schießen kann. Und ich darf trotzdem Joomla mögen. Für die bisschen größeren Projekte, also der mittlere Bereich, wo ich noch irgendwas custom dazu programmieren muss und wo das Joomla Framework mir ein paar Sachen abnimmt und wo ich mich auskenne und wo es Dependency Injection gibt und sowas. Beide Systeme sind toll und ich benutze auch beide. Und ich könnte mit beiden auch alles machen, aber nicht gleich gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Casus Knactus, den man merken muss, dass jedes System seinen Markt hat, in dem es wirklich gut ist. Ich bin dann nochmal mit diesen CMS-Garden mal reingestolpert. CMS-Garden ist der quasi deutschsprachige Branchenverband der Open-Source-CMS. Lange Rede, gar keinen Sinn, weil ich da eben schon David Schnitzer erzählt habe. Da laufen auf so einer Cebit, da ist das Foto entstanden, ungefähr 100 Leute von 12 verschiedenen Open-Source-Content-Management-Systemen rum. Und man kann sich die Systeme erklären lassen und weiß danach, wofür welches System am besten geeignet ist. Und auf dieser Cebit waren wir zum Beispiel 12 Systeme. Und ich weiß seitdem, will ich was im wissenschaftlichen Bereich machen, wo so ein bestimmtes universitäres Datenformat gefragt ist, kann ich natürlich hingehen und da in Joomla eine Extension für starten, die das dann implementiert. Oder ich benutze halt Scientific CMS, weil das ist dafür gemacht. Oder, keine Ahnung, klingelt morgen Mercedes-Benz bei mir, dann werde ich denen nicht sagen, machen Sie das unbedingt mit Joomla, sondern ich sage denen, nehmen Sie doch Typo 3. Das ist gut für sowas. Und darüber hinaus gibt es noch viel mehr von den Dingern. Es gibt PageKit, das da jetzt nicht auftaucht, relativ neu ist, basiert auf Symfony 2 und hat ein ganz interessantes Konzept mit einem App Store dran. Es gibt Flatfile CMS, Graph ist da so eins, wo es gar keine Datenbank mehr gibt, sondern die Artikel werden in Markdown-Format auf der Platte abgespeichert. Es gibt so viele interessante Konzepte und der Normalentwickler weiß davon gar nichts. Es gibt den Satz, wenn das einzige Werkzeug, das ich habe, ein Hammer ist, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und ich glaube, das ist was, was wir im CMS-Umfeld viel zu oft machen. Ich glaube, im Open-Source-CMS-Umfeld ganz besonders, weil wir brennen ja für unsere Systeme. Da geht es ja nicht nur um die Software, sondern auch um die Community dahinter. Und wenn man nicht so überzeugt wäre, würde man jetzt nicht hier sitzen. Und trotzdem müsste man eigentlich mal links und rechts schauen. Deshalb stehe ich jetzt hier heute als der Joomla-Typ mit dem WordPress-Shirt auf der Typo3-Konferenz und erzähle euch was zu Mod X.
Und das ist das Ergebnis bei mir von drei Stufen der Ehrlichkeit sozusagen. Die erste Stufe ist, glaube ich, die, die am längsten dauert. Das ist die Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Nämlich sich einzugestehen, dass das eigene System total toll ist, dass man damit alles machen könnte, aber dass es keinen Sinn macht, damit alles zu machen. Weil es andere Systeme gibt, die für bestimmte Nischen besser geeignet sind. Wenn man das für sich selber mal verinnerlicht hat, darf man das auch mal links und rechts erzählen. Ich bin dem Kollegen von der User Group in Köln sehr dankbar, dass er mich damals nonstop mit ModX vollgelabert hat, weil ohne den wäre ich da niemals drauf gekommen. Ich bin den Kollegen vom CMS Garden dankbar, dass ich mal 5 Minuten bei einem Experten für Drupal über die Schulter gucken durfte, weil ich nach diesen 5 Minuten die Vor- und Nachteile von Drupal wusste. Ich hätte auch 5 Wochen eine eigene Drupal-Seite bauen können und hätte das nicht gewusst. Er hätte auch 5 Monate auf drupal.org immer wieder lesen dürfen, wie toll Drupal ist, aber ich hätte trotzdem noch nichts gelöst. Wenn ihr mit einem Experten redet, der das Ding tagtäglich im Einsatz hat, dann dürft ihr ihn auch fragen, wofür es scheiße ist. Und der wird euch eine ehrliche Antwort geben, weil er es weiß. Und dann... Mist, die ist doppelt. Quatsch. Eigentlich steht da Stufe 3. Das ist die Stufe, die, glaube ich, am meisten wehtut und bei der ich mir auch sicher bin, dass einige Leute sie nicht nehmen werden. Nämlich, man muss ehrlich gegenüber zum Kunden sein. Ich habe es für mich ganz persönlich so gehandhabt, wenn Kunden zu mir kommen, und nehmen wir mal an, es wäre Mercedes-Benz, denen würde ich sagen, vielen Dank für eure Anfrage, ich fühle mich sehr geehrt davon, aber ich kann euch nicht helfen. Ich könnte euch da auf Joomla-Basis was bauen, aber dann wäre es halt kacke. Bitte, hier, das ist die Visitenkarte von meinem Typo-3-Kollegen, geht dahin und werdet mit denen glücklich. Und mein Kunde ist in dem Moment zufrieden, weil ich habe das erledigt, wofür er mich hauptsächlich bezahlen wollte. Mein Kunde wollte eine funktionierende Website, die auf seinen Bedarf passt. Dafür will er das Geld ausgeben und nicht für irgendeine Website, die ich ihm da aufquatsche. Der Kunde ist also zufriedener und er behält euch in guter Erinnerung. Und ihr könnt euch sicher sein, dass dieser Kunde bei euch als allererstes nochmal aufschlägt, wenn er ein Projekt hat. Weil er sich verinnerlicht hat, dass ihr ihn so beraten habt, dass es passt, obwohl ihr dadurch selber den Auftrag nicht bekommt. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, ihr schützt euer Ökosystem. Typo 3 ist nicht kompliziert. Aber jeder sagt das. Typo 3, oh! Ein Graus. Warum ist das so? Ich bin der festen Überzeugung, dass ihr da selber dran schuld seid. Vielleicht jetzt nicht ihr hier direkt, aber euer Ökosystem. Weil ihr Typo 3 für Seiten verkauft habt, wo es nicht hingehört. Oma Ernas Bäckerei braucht kein Enterprise Content Management. Und wer hingeht und sagt, ja, aber vielleicht wird da ja ein Backwarenkonzern draus. Lade das mal mit. Am Arsch. Ihr könnt euch sicher sein, dass Oma Erna beim nächsten Bäcker in uns treffen erzählt, wie furchtbar viel Geld sie für ihre Website bezahlt hat. Dann sitzt neben ihr der Bäcker Müller, der sagt, guck mal hier, hab ich mit WordPress zusammenklicken lassen, hat 800 Euro gekostet. Und dann seid ihr als Agentur der Arsch. Und was noch viel schlimmer ist, Oma Erna merkt sich, Typo 3 ist scheiße. Typo 3 ist viel zu komplex und ist viel zu teuer. Da habt ihr nichts mehr. Deshalb seid ihr da jetzt gefragt. Schaut über den Teller an. Das ist die Stufe 1. Ihr müsst erstmal wissen, worum es geht. Und was ich euch da ganz uneigennützig empfehlen kann, ist tatsächlich der CMS Garden Institution. Da gibt es genug Veranstaltungen, wo man auflaufen kann. Und beim CMS Garden tun genau diese Experten, von denen ich gesprochen habe, die in ihrem System top sind und euch in 5 Minuten erklären können, wie der Hase läuft, die turnen da rum. Lasst euch das einfach mal erzählen. Ihr dürft euer System immer noch toll finden danach. Und ihr dürft immer noch beruflich auf Typo 3 setzen. Aber ihr solltet die anderen kennen. Tauscht euch aus. Geht mal auf ein Meetup von WordPress. Auch da sitzen diese Experten.
geht mal als Joomla-Mensch auf ein Typo3-Camp. Setzt euch da in die Wünsch-dir-was-Session und lernt, dass Multilanguage auch in Typo3 schwierig ist und nicht nur in Joomla. Das lohnt sich. Geht mal auf eine Contao-Konferenz und lernt, dass für das Marktsegment, in dem Contao sich bewegt, Composer-basierte Erweiterungsinstallation sich einfach nicht bewährt. Und fragt nach, wieso. Es gibt echt genug, was man lernen kann. Und seid ehrlich. Zu euch, zu den Kollegen und zu den Kunden. Dankeschön. Also wie läuft es ab? Also kann man jetzt zum Beispiel da die Community, kann man jetzt zum Beispiel da beim Source Code schreiben will oder Reviews machen will oder wie macht man das? Joomla ist da, ich würde sagen, relativ flach in der Hierarchie. Wir machen das über GitHub, da gibt es keine separaten Portale oder so ein Schweinsflug. Du gehst auf GitHub, machst im Zweifelsfall erstmal einen Feature-Request auf und hörst nach, ob das ein Feature ist, was eine reelle Chance hat, gemerged zu werden. Wenn jemand hingeht und sagt, hey, ich habe hier einen Feature-Request, ich habe mein Joomla auf Java portiert, wird es eng, also als Beispiel. Aber wenn es was einigermaßen Nützliches ist, bekommst du in der Regel von den Core-Maintainern, das sind bei uns so 10, 12 Leute, relativ schnell ein Feedback, jo, mach mal. Dann schreibst du eine Pull-Request und dann kommst du mit dem nächsten Minor-Release rein. Das ist relativ unkompliziert. Also Reviews gibt es nicht? Oder? Doch, natürlich. Also ne, vor dem Merge. Schauen Sie den Finger an. Genau, die Core-Maintainer prüfen das in Richtung grundsätzlich Code-Qualität und passt es so von der API her, so wie sie es haben wollen. Und es gibt dann natürlich so Sachen im Bereich Code-Quality mit statischen Code-Analysen und sowas, das muss alles passen. Und nicht zuletzt gibt es ein Testing-Team. Jeder normale Bugfix muss von mindestens 2 unabhängigen Leuten erfolgreich getestet werden. Größere Features in der Regel so zumindest 15, 20 Leute mal auf verschiedenen Setups, damit man auch weiß, dass das eigentlich in die Ohren fliegt. Und eine Frage, wo ist Joomla geografisch konzentriert? Also gibt es da was wie Rückreise in Deutschland? Was? Nein, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Übrigens Anekdote, ich bin ja im Joomla Leadership unterwegs. Wir waren auf der Joomla World Conference in San Francisco und ich habe in irgendeinem Core-Meeting erzählt, wie die Typo 3 Association das handhabt und dann war das originale Feedback meines englischsprachigen Kollegen Typo What. So viel zum Thema Deutschland. Die Joomla Association, wenn du so willst, die sitzt in New York. Leute, die in diesem Association-Bereich arbeiten, also viel mit Legal-Themen oder mit Finance-Themen zu tun haben, sind auch in der Regel US-Amerikaner, weil die einfach sich mit den lokalen Gesetzen auskennen. Der Großteil der Entwickler-Community sitzt aber witzigerweise in Europa und so im Raum Indien, Bangladesch, so da unten die Ecke. Genau. Hilft dir das? Eigentlich nicht alles. Sonst wäre irgendwelche Fragen? Ja, dann. Seid ihr entlassen? Schön, Dankeschön. Danke. Also, wie bist du jetzt hierher gekommen? Also, bist du eingeladen worden? Du musst so warten. Mit Prügel. Damit du fragen kannst. Damit du weißt, wem du sagen musst, lad ihn nie wieder ein, das war der Ingo. Kannst du bei mir machen, kannst du mich fragen. Was war die Motivation? Was war die Motivation, Ingo? Wir wollten genau das haben, dass wir mal durch die Barriere von Typo 3 durchgucken, nach unserem Motto. Einfach mal gucken, was gibt es denn noch? Welche Sachen gibt es noch? Wo kann man sich vielleicht mal rundherum ein bisschen informieren? Wir müssen ja nicht permanent in unserem eigenen Sachen da schmoren. Es gibt drumherum einiges, was interessant ist. Es gibt ja auch spannende Entwicklungen im gesamten Open Source Bereich, die wir aufgenommen haben über Jahre. Composer ist ein Stichwort. Da muss man ja immer mal gucken, was passiert denn, was ist vielleicht interessant. Das ist das Thema. Und meine ganz persönliche Motivation, warum ich Ja gesagt habe, ich hasse Closed Source. Und ich glaube, dieses
dieses Open-Source-CMS untereinander-Bashing. Es stirbt jedes Mal ein Webdesigner an einem Herzinfarkt, wenn so ein Wix.com-Werbespot läuft. Wirklich, das geht nicht. Oder wenn diese hässliche Strato-Werbe-Internetkugel da durchdreht. Mit den Homepage-Bock. Das können wir besser. Da müssen wir echt nicht die begrenzten Ressourcen, die wir haben, mit solchen Grabenkämpfen zubringen. Und das ist mein Appell. Keine Angst vor dem anderen System. Es ist genug Kuchen für alle da. Pi mal Daumen, 60% der Internetseiten haben noch gar kein CMS. Selbst da ist noch genug zu holen. Da können wir alle noch ein paar Jahre dran arbeiten. Lasst das Bashen sein, informiert euch und seid lieb zueinander. Amen.